Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Blockhausbox von Blockmonster. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Blockhaus von Blockmonster, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. So sieht das aus. Eine Box hier im Hochformat in schwarz gehalten. Auf der Oberseite lesen wir oben Hirntod Records präsentiert Blockhaus hier in weiß und grau. Das Ganze dann noch in so einem gelben Dreieck und gelben Balken versehen. Also rein vom Albumtitel hier kann man schon irgendwie darauf schließen, dass es sich um ein Blockmonster Release handelt, denn ich glaube, es gibt sonst keinen, der irgendwie Block mit 2K schreibt, außer eben Blockmonster selbst. Hier haben wir dann noch das Logo von Blockmonster und den Schriftzug. Auf der rechten Seite haben wir den Albumtitel, oben das Logo des Labels Hirntod Records und hier auch nochmal Blockhaus. Auf der Rückseite haben wir den Inhalt der Box angeführt, limitierte Blockbox. 2 CD Premium Edition, Blockhaus Enzyklopädie Doppel DVD, T-Shirt Größe M bis XXL, 2 Sammelkarten und signiertes Poster. Darunter dann noch die Beteiligten und einen Barcode, wobei dieser ist hier aufgeklebt. Ich gehe mal davon aus, es hängt mit den individuellen Shirtgrößen zusammen, denn wir sehen hier inklusive T-Shirt Größe L. Also dieser Barcode hier wurde aufgeklebt und wahrscheinlich bei den T-Shirts dann bei den T-Shirts M und XL und XXL wurde dann hier entsprechend anders verklebt. Gut. Dann schauen wir mal hinein. Das Ganze ist hier zu öffnen. Es ist abzunehmen, der Deckel. So sieht das von innen aus. Glatt schwarz. Und bevor wir noch zum Inhalt kommen, wir haben hier dann das Ganze auch noch in Gelb. Hirntod bleiben, lesen wir hier. Nochmal das Logo. Und auch wieder Hirntod bleiben. Okay. Dann packen wir mal den Inhalt aus. Wir haben hier einmal ein Shirt. In diesem Shirt mit reingepackt die DVD. Scheinbar fliegen hier die DVDs rum, okay. Dann haben wir 2 Sammelkarten, ein Poster und natürlich das Herzstück des Ganzen, das Album. So, das Ganze ist hier in so einem schwarzen Einleger, so einem schwarzen Kartoneinleger untergebracht. Also den kann man hier auch dann rausmachen. Ich lasse ihn jetzt mal drin. Box packen wir mal zur Seite. So, nachdem hier wirklich nur noch das Shirt in Hülle, in Folie ist, holen wir das mal raus und wir lesen hier noch Größe L. Also wie gesagt, von M bis XXL war hier alles zu haben. Ich habe in diesem Fall das Shirt in Größe L. Und dann starten wir direkt mit dem Album an sich. Also vom Design her, wie auch schon das Boxcover. Wir lesen hier oben eben wieder Hirntod Records präsentiert. Darunter Blockhaus. Das Ganze kommt in einem regulären Jewelcase. Hier auf der Seite lesen wir dann auch nochmal Hirntod Records präsentiert. Auf der Seite der Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Und die ist, wie man sehen kann, echt unfassbar. Also wir haben hier 19 Tracks regulär auf dem Album. Dann haben wir noch eine zweite CD mit Bonus-Tracks plus Instrumentals. Also wir haben hier 19 Tracks plus, hier sind dann noch 3 dabei. Also ein Bonus-Track und 2 Remix-Tracks. Insgesamt 22 Tracks plus 21 Instrumentals. Das sind 43 Tracks. Also das ist echt extrem viel. Wir haben auch zu den vielen Titeln viele Features. Und zwar haben wir hier Features mit dabei von MC Boogie, 490, Friedhof Chiller, Tony der Asi, Tamash, Echo Fresh, Raf Camora, Cool Savage. Dann haben wir hier Space Ghost, Perp und Young Simi, Vero One, Greco. Und dann hier bei den Remix-Varianten auch nochmal Echo Fresh und Cool Savage mit drauf. Und was mich jetzt interessiert, aber was hier jetzt gar nicht angeführt ist, wir haben hier auf dem Track 19, der nennt sich Blockhaus Allstars, haben wir auch nochmal ohne Ende Features, also es ist einer der krassesten Collabo-Posse-Tracks, wie auch immer.
Ja, eventuell finden wir das noch im Booklet. Ansonsten kann ich euch das irgendwie gerne in die Videobeschreibung dann noch packen. Also, sehr umfangreiche Tracklist. Dann schauen wir mal hinein, wie wir es kennen von Blockmonster bzw. von Hirntod Releases. Haben wir denn hier so einen Disclaimer? Das heißt, hier steht eben, bei sämtlichen abgelichteten Waffen handelt es sich um ohne erforderlichen Altersnachweis frei erhältliche Modellwaffen und Requisiten. Und dann geht es eben noch darum, dass die Texte frei erfunden sind und künstlerische Freiheit, ihr kennt das. Dann haben wir hier einmal Blockmonster mit seiner Sturmmaske. Wir sehen hier wirklich nur die Augenpartie und seine rechte Hand. Die einzelnen Tracks mit den Infos, wer gefeatured wurde und wer den Beat beigesteuert hat. So sieht das aus. Instrumentals sind ja auch angeführt. Interessant. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch drei Blockmonster-Gesichter. Jetzt würde mich nochmal interessieren, ob wir bei dem Track, wo haben wir es? Nein, okay, also hier stehen auch nicht die Features dabei. Ich kann euch sagen, es sind, wenn ich mich nicht verzählt habe, 38 Features. Also es gab dazu, glaube ich, oder es gibt dazu auch ein Video, eine Videoauskopplung. Und wie gesagt, das sind, soweit ich weiß, 38 Feature-Beiträge dabei. Jede Menge namhafter Rapper sind da drauf. Könnt ihr gerne auschecken. So, dann kommen wir zu den CDs. CD1 Album lesen wir hier. Auch hier wieder in Schwarz, Gelb und Weiß gehalten. So sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir dann, wenn es rausgeht, oder wahrscheinlich, ja, andere Seite, CD Nummer 2 in Gelb und Schwarz. Hier lesen wir dann Bonus plus Instrumentals. Zum Abschluss nochmal das Logo von Hirntod. Dann packen wir die CD mal zur Seite und kommen zum nächsten Inhalt, und zwar zu einer DVD. Die klappert leider schon verdächtig. Das bedeutet, ja, wir werden die mal kurz hier wieder reinhängen, wo sie reingehört. So. Also, das Ganze kommt in einem DVD-Case. Blockhaus Enzyklopädie nennt sich das Ganze. Und hier lesen wir Hirntod Records und Alles wird Hut präsentieren. Also, Hirntod ist klar, aber Alles wird Hut, das ist ja von Niles Davis. Dann lesen wir hier noch Doppel-DVD. Und hier haben wir Blockmonster mit einer Waffe abgebildet, mit einer AK-47. So sieht das von der Seite aus. Und auf der Rückseite haben wir den Inhalt. Also, der Inhalt hier auf zwei DVDs aufgeteilt. DVD 1, der Posse-Song, das Posse-Video, die Produktion, Cuba Libre, Underdogs, Staatsfeind 2, was der Mensch nicht kennt, Real Talk, Kalt in den Herzen, der Überfall. Ich gehe jetzt mal davon aus, DVD 1, der Posse-Song, das Posse-Video, wird wahrscheinlich Blockhaus Allstars sein. Ist jetzt mal meine Vermutung. Ich habe es noch nicht geprüft, aber es würde irgendwie Sinn machen. Und dann haben wir DVD 2, die Roadtrips, Osnabrück, München, Nürnberg, Köln, das Kochmonster, die Shisha, die Diskografie, das Interview, die Outtakes. So, dann haben wir die Credits und hier steht Laufzeit ca. 247 Minuten. Das sind bei einer Stunde 60 Minuten, also 4 Stunden und 7 Minuten. Das ist echt mächtig. Also 4 Stunden Material hier auf diesen zwei DVDs verteilt. Da kann man sich einen Nachmittag gut um die Ohren schlagen damit. So sehen die beiden DVDs aus. Einmal hier DVD Nummer 1. Wenn wir sie rausbekommen. Jawohl. Einmal so. FSK 16, wie zu erwarten. Hier auch überall mit drauf. Ich glaube, ganz unabhängig von dem, was man hier an Videomaterial bekommt, aber ich glaube einfach wegen der Texte und wegen den Audios, die hier verwendet werden. Ich glaube, allein deswegen ist dieser 16er schon angebracht. So, dann haben wir mit dabei zwei Sammelkarten. Das hat man ja oft bei Releases des Labels, dass man hier solche Sammelkarten mit dabei hat. Einmal diese hier, Blockhaus Nummer 87, Auflage 2000 Stück. Und dann haben wir diese hier, was lesen wir hier? Sammelkarte Nummer 86, Block Raider. Okay, alles klar. Dann haben wir noch mit dabei ein Poster. Wie wir sehen können, ist dieses einseitig bedruckt, Rückseite blank weiß. So, das Poster im Hochformat. Wir haben hier nochmal das Cover, welches wir auch schon von der DVD kennen. Jawohl, dieses hier. Und
Jetzt fällt es mir erst richtig auf, die Augen, die wurden hier wohl noch nachgefärbt, nachdem es ja ein Schwarz-Weiß-Foto ist. Aber wir haben hier nicht ein reguläres Poster, so ganz schlicht, sondern wir haben hier oben rechts auch noch eine Unterschrift. Also hier mit goldenem Schrift, goldenem Stift hier, Block, Unterschrift. Sehr schön gemacht. Und als letzten Boxinhalt haben wir, wie so oft, ein Shirt mit dabei. Und dieser sieht so aus. Also, wie auch schon auf der Box und auf dem Album, dieses Logo hier, Blockhaus hier in weiß-grau und gelb. Das Shirt ansonsten komplett in schwarz gehalten. Die Rückseite ebenfalls in schwarz. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Fruit of the Loom Value Weight in der Größe L. Und das Ganze ist 100% Baumwolle. Und wo haben wir es? Das Ganze ist produziert in Marokko. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt mal wieder zusammen. Probieren das hier ungefähr so zusammenzufalten. Jawohl. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Wie gesagt, Größe frei wählbar von M bis XXL. Dann diese beiden Sammelkarten hier. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat inklusive Unterschrift von Blockmonster. Die Blockhaus-Enzyklopädie, also diese Doppel-DVD hier mit insgesamt über 4 Stunden Laufzeit. Sowie natürlich das Album an sich, Blockhaus, mit 22 Tracks plus 21 Instrumentals, also 43 Tracks gesamt. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Blockhaus von Blockmonster. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Blockmonster unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.